It's Primetime und damit herzlich willkommen zum Spiel Ratiopharm Ulm gegen die Gießen 46ers hier live aus der Ratiopharm Arena, aber wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit, also das Ganze dann virtuell. An meiner Seite ist aber einer, der von uns gar nicht genug zu bekommen scheint. Patrick Heckmann, du bist zum zweiten Mal bei uns, vielen Dank, dass du kommst. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Soweit ganz gut. Sehr gut. Das ist wunderbar zu hören. Wir sprechen heute ein bisschen über Patrick, über verschiedene Sachen, die wir letztes Mal noch nicht beleuchtet haben. Dann sprechen wir ein bisschen darüber, dass die BBL höchstwahrscheinlich oder ganz vielleicht weitergeht. Und dann sprechen wir über NBA 2K, weil heute ist ein besonderes Spiel, denn Patrick Heckmann wird auf dem Platz stehen mit unserem E-Sports-Team. Es geht gegen ein Team aus der Community, die Gießen 46ers darstellen werden, dass wir also da einen Gegner haben. Für uns, für die Ulmer, spielt das offizielle E-Sport-Team Team Orange Gaming. We are one, also wir halten auch hier zusammen. Heute wäre es gegen Gießen gegangen, wie das Hinspiel ausging gegen Gießen, das sehen wir jetzt im Videoclip. Die Jobstairs Gießen 46ers empfangen am 10. Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga Ratiopharm Ulm. Die Ulmer zuletzt mit einem Auf und Ab an Leistungen. Die Gießener kommen mit der Empfehlung, die letzten beiden Spiele gewonnen zu haben. Die Anfangsphase sehr ausgeglichen. Zoran Dragic allerdings herausragt hier mit dem Steal und dem Easy Layup zur Ulmer Führung. Die Hausherren trotzdem auf Augenhöhe. Das Spiel geht hin und her. Und Tyvon Myers mit dem Dreier. Gießen kann sich ganz, ganz leicht absetzen, aber Ulm kann kontern. Trotzdem die Gießener Fans hoffnungsvoll. Stark bei Ulm, Per Günther. Der kommt immer besser in Form hier mit dem Dreier. Insgesamt heute Per Günther bei 14 Punkten. Nach den ersten 10 Minuten 18 zu 22 der Spielstand und dann übernimmt Zoran Dragic. Ganz egal, ob jenseits der Dreierlinie oder aber aus dem Halbfeld. Er ist und bleibt treffsicher heute mit 27 Punkten. Persönliche Easy Credit BBL Bestleistung für ihn. Ingo Freiers Team kann ihn nicht bremsen, liegt zur Pause 38 zu 52 hinten. Und Ulm macht weiter. Andi Obst. 2 Punkte für ihn, insgesamt bei 11. Ulm bleibt deutlich vorne. Aber auch bei Andi Obst klappt nicht alles. Fehlwurf und dann die Fastbreak-Chance. Es geht über Stephen Brown, er der Beste bei den Gießenern. Dieser Layup insgesamt für ihn 16 Punkte. Und vor dem Schlussviertel eine 71-59 Führung für die Gäste aus Ulm. Kommt jetzt die Aufholjagd der Gießener. Es geht auf Brandon Thomas, der wird gefoult. Legt den Ball trotzdem rein. Verwandelt dann auch den Bonusfreiwurf. 13 Punkte heute für Thomas und 7 Rebounds. Aber die junge Garde bei Ulm behält die Nerven. Kilian Hayes, schönes Anspiel auf Gavin Schilling, der es richtig krachen lässt. Und auch wenn Gießen dagegen hält, die Aufholjagd gelingt nicht wirklich. Gray hier mal direkt in Korbnähe, erfolgreich. Zu ausgeglichen aber die Leistung der Ulmer. Beispielsweise Seth Hinrichs und Grant Jarrett hier im Zusammenspiel. Beide in den Double Figures, also beide mit einem Double-Double, was Punkte und Rebounds anbelangt. Engagierte Leistung beider Mannschaften, wenngleich man so diesen unbedingten Siegeswillen bei den Gießern so ein bisschen vermissen konnte. Meinen aber nicht alle. Es war ein Sieg. 97-77. Das Spiel in Gießen habt ihr dann schon dominiert. Für dich persönlich war es kein so super gutes Spiel. Du hast nur 5,5 Minuten gesehen, habe ich in den Stats gesehen. Ansonsten Gießen eine Mannschaft, die nicht ganz einfach zu bespielen ist, oder? Ja, Gießen ist ein wildes Team, sag ich mal, die sehr viel auf ihre speziellen so Individualfähigkeiten setzen. Gießen zu Hause ist in der Halle unglaublich schwer zu spielen. Das macht es nochmal um einiges schwerer. Wenn sie heiß laufen, dann ist die ganze Halle hinter ihnen, die Fans, es wird richtig laut. Und ja, Gießen hat ihren sehr speziellen Spielstil. Und wenn du sie machen lässt, dann kann das sehr gefährlich werden dort.
Hängt sicherlich auch mit ihrem Trainer zusammen, mit Ingo Freier, der ja auch schon in Hagen für wilden Basketball bekannt war, aber erfolgreichen Basketball. Und bei den Gießenern spielt natürlich auch ein Mann, der immer schwer zu kontrollieren ist, der hier auch schon in Ulm gespielt hat, ein Ex-Ulmer, John Bryant. Du hast schon sehr viele Schlachten gegen ihn geschlagen, wo er bei Bayern gespielt hat, wo er bei Ulm gespielt hat. Was ist das für ein Spieler, worauf muss man sich da einstellen? Ja, es ist ein ganz... ein Spielertyp, der sehr schwer zu kontrollieren ist, wenn er mal den Ball bekommt. Von daher muss man alles dafür tun quasi, dass er den Ball nicht da bekommt, wo er ihn gerne hätte, also im Low Post. Und dann muss man auch darauf vorbereitet sein, ihn zu doppeln oder zu stunten oder einfach ihm neue Sachen zu zeigen, auf die er vielleicht nicht wartet, weil wenn er den Ball einmal da hat, dann schiebt er den Verteidiger einfach unter den Korb, hat gute Moves, hat einen guten Touch am Korb, auch von außen kann er natürlich einen Pick-and-Pop werfen. Von daher... Du musst einfach hoffen, dass du ihn mit deiner Offense müde machst, dass er vorne dann, wenn er den Ball hat, vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert sein kann. Wie ist es dann, gegen John Bryant in einem Mismatch zu sein? Wir kennen ihn alle hier aus der Halle, aus der Ratiopharm Arena. Riesentyp und auch noch super schwer dazu. Du bist jetzt auch kein Hämpfling mit 1,98 und ordentlich breiten Schultern. Wie kannst du ihn trotzdem kontrollieren? Wie kannst du ihn bestmöglich in einem Mismatch versuchen zu verhindern? Also kontrollieren, glaube ich, kann ich ihn nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir keine Teamfouls haben, dass ich ihn faulen kann, dass es keine 2 Freiwürfe gibt, bevor er den Ball werfen kann. Also die taktische Variante in dem Fall. Würde ich es wahrscheinlich wählen. Also ich würde jetzt nicht drauf anlegen lassen und schauen, ob ich ihn da einfach halten kann, sage ich mal. Weil das wird für mich unmöglich. Ihr habt mit Peer einen Point Guard, der lange mit ihm zusammengespielt hat, auch ziemlich gut mit ihm befreundet ist. Wie viel hilft sowas dann, jemanden in der Mannschaft zu haben, der sagt, hey, pass mal auf, der hat die und die Stärke? Ja, das ist natürlich schon von Vorteil auf jeden Fall, wenn du schon öfters mal gegen einen gespielt hast oder wenn du jemanden im Team hast, der ihn sehr gut kennt, der kann dir immer mal Tipps geben. Also jetzt vielleicht mir nicht unbedingt, aber unseren Center in dem Fall hat der bestimmt ein bisschen helfen können. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel er mit denen da geredet hat, aber natürlich hilft es dir immer enorm weiter, wenn du die Spieler schon besser kennst und wenn du weißt, was sie machen wollen. Und ihnen dann versuchst halt das wegzunehmen. So ein paar Insights also mal zu holen von erfahrenen Spielern ist nie verkehrt. Nee, auf keinen Fall. Lass uns ein bisschen rüber switchen auf deinen Trainingsbetrieb. Wie läuft es im Moment bei dir? Was trainierst du? Hauptsächlich machst du was für den Körper? Probierst du so oft wie möglich zu werfen? Wie sieht so ein Trainingsalltag derzeit bei dir aus? Ja, Trainingsalltag ist schwer zu sagen. Meistens sind wir im Park, arbeiten an Athletik, wollen fit bleiben. In der Halle geht leider nicht so viel im Moment. Höchstens können wir alleine reingehen mal und ein bisschen werfen. Aber so viel ist da auch nicht zu machen. Von daher, wir sind eigentlich drauf hinaus, dass wir fit bleiben, einfach für, wenn es weitergeht, wenn wir wieder trainieren müssen und auch ein bisschen so an ein paar Defiziten gerade zu arbeiten. Im Athletikbereich natürlich hat man die Zeit und das nutzen wir, denke ich, auch ganz gut mit dem Athletiktrainer. Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn du nicht in die Halle kannst und wenn du es draußen im Park machen musst, dann hast du vielleicht mal einen nassen Rasen oder, weiß nicht, fehlen dir halt einige Sachen, ja. Aber ich glaube, wir nutzen die Zeit ganz gut und uns macht auch Spaß. Basketballer als Freiluftsportler hat man ja sonst auch nicht ganz so oft, höchstens mal im Sommer auf dem Freiplatz. Gehst du noch ab und zu mit Kumpels zocken im Sommer, wenn du mal Pause hast oder sagst du dann alles andere außer Basketball? Ja, also im Sommer, wenn ich dann Pause mache, dann ist schon eher kein Basketball dabei, dann sind es andere Sportarten, Beachvolleyball oder ein bisschen Fußball spielen, weiß nicht, Federball oder so. Aber wenn ich mal in Mainz zu Hause bin, dann versuche ich doch auch, wenn ich schon wieder im Trainingsrhythmus bin oder anfange zu trainieren, auch da mit alten Kumpels mal in die Halle zu gehen, ein bisschen zu spielen. So sieht also die Sommerpause von Patrick Heckmann aus. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr die natürlich jederzeit gerne in den Chat stellen. Dann versuchen wir die hier noch in der Sendung unterzubringen. Dann würden wir sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung und sprechen danach über das mögliche Weiterlaufen der BBL. Dann sehen wir uns gleich hier wieder live aus der Ratiopharm Arena. Unser 3-Punkte-Wurf gegen Schmerzen. Dichloratiopharm Schmerzgel bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rückenmolli, Motorenöle, made in Germany.
Boden ist unsere Leidenschaft. Jungs, habt ihr mitgekriegt, dass die SWU in der Ulmer Innenstadt das Glasfasernetz ausbaut? Was willst du jetzt? Ja, das Internet wird schneller. Was? Nice. Willkommen zurück in der Ratiofarm Arena. Nach wie vor sind wir hier mit Patrick Heckmann und diese Woche gab es ja eine durchaus positive Nachricht für alle Basketballfans, gerade für die Ulmer Basketballfans, dass die Liga möglicherweise fortgesetzt wird. Also sie soll fortgesetzt werden, wenn denn die Politik zustimmt. Was ist deine grundsätzliche Meinung dazu? Ja, es ist super. Also, dass die Liga das entschieden hat, ist schön, dass sie es fortsetzen wollen, dass sie wieder vielleicht spielen können. Darauf freuen wir uns alle. Aber wie gesagt, es muss gegeben sein, dass da ja, Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind und dass wir uns auch sicher fühlen und dass wir sagen, okay, so kann man das durchsetzen. Von daher müssen wir noch drauf abwarten, aber hoffentlich steht dir nichts im Wege. Um euch Zuschauer zu Hause abzuholen, haben wir hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit unserem Geschäftsführer Andreas Oettel. Viel Spaß dabei. Ich bin absolut glücklich, dass wir am Ende ein Ergebnis gefunden haben, das auch hinter dem alle stehen können, das also einstimmig auch durchgegangen ist. Und für mich persönlich die gute Nachricht, wir machen weiter. Aber in einer besonderen Form. Also es wird jetzt nicht normal weitergespielt. Ihr habt euch einen Turniermodus ausgedacht über eine bestimmte Zeit. Wie soll es aussehen? Genau. Wir haben also gesagt, okay, die Mehrheit wollte fortsetzen, was ich gut finde. Und wir haben das aber natürlich freiwillig gestellt. Also wir können auch niemanden zwingen. Und manch einen Club zwingt vielleicht seine Situation dazu, sich anders zu entscheiden und zu sagen, kann ich nicht. Und deswegen war es am Schluss so, dass 10 Mannschaften gesagt haben, wir ziehen das durch. Okay. Und eben 7 nicht. Und deswegen musste man natürlich auch vom Modus her, man konnte jetzt nicht hingehen und die reguläre Hauptrunde wie gewohnt zu Ende spielen, sondern wir haben uns entschieden, nennen wir es mal Season-End-Tournament zu spielen mit den 10 Clubs an einem festen Standort, okay, natürlich unter jeder Menge Auflagen, die dazugehören. Das gesamte Interview mit Geschäftsführer Andreas Oettel findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Schaut da unbedingt vorbei. Das geht so eine halbe Stunde und bringt ganz, ganz tiefe Einblicke, wie es derzeit im Ulmer Basketball aussieht, wie es auch in der Liga aussieht. Und dazu sei dann auch nochmal der Podcast von Magenta Sport so ein bisschen erwähnt. Die haben da auch diese Woche nochmal drüber gesprochen. Hörst du Podcasts insgesamt? Sehr selten, muss ich sagen. Sehr selten, okay. Dort haben die zwei Protagonisten ein bisschen drüber gesprochen, wie das denn ganz genau aussehen könnte. Und wir gehen ein bisschen auf den Modus ein. Der soll ja jetzt schon feststehen. Also sind 10 Mannschaften, die mitspielen, werden dann in 2 Gruppen aufgeteilt, 5 und 5. Wer da genau gegen wen spielt, ist noch alles nicht raus. Grundsätzlich, der Modus, gefällt dir so oder sagst du, das ist so verfälscht, da braucht man eigentlich gar nicht, der Gewinner darf sich gar nicht Deutscher Meister nennen. Ja, ich finde es in Ordnung, so wie es ist. Den Umständen entsprechend oder die gegeben sind, ist es eine gute Lösung, denke ich, was auch ein faires Format sein kann, um am Ende dann doch einen deutschen Meister auszuspielen. Ob der sich dann so wie ein deutscher Meister fühlt oder ob sich das genauso anfühlt, wie wenn du eine normale Playoff-Saison zu Ende spielst, weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist eine gute Lösung, die Liga gefunden hat und das Format ist. Kann Spaß machen, glaube ich. Glaube ich auch. Vor allem dem Zuschauer könnte es dann Spaß machen. Die Playoffs sind dann wahrscheinlich nicht ganz so lang, nur Best of 3. Da müsste man sich dann auch nochmal irgendwie einigen. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Teams garantieren können, dass die kompletten Kader da sind. Es wird versucht, mit so guten Spielern zu spielen, wie es natürlich geht, um wieder alle zurückzuholen. Es geht natürlich gerade um die Amerikaner, die rübergeflogen sind, wer dann da nicht zurückkommt. Was hältst du davon?
grundsätzlich so? Ja, ist natürlich schade, wenn nicht alle Spieler zurückkommen können. Ich kenne mich da aber natürlich bei den Verträgen oder auch bei den ganzen Richtlinien, gerade die in Deutschland herrschen, nicht so hundertprozentig aus. Ich hoffe einfach, dass wir so viele Spieler, wie es geht, zurückholen können, die dann auch uns helfen können. Aber wie gesagt, ich habe auch gehört, dass man vielleicht Spieler nachverpflichten kann. Aber ich glaube, das ist alles noch nicht sicher und fest. Von daher mal schauen, was für Teams dann da antreten werden schlussendlich. Ja, das wird auf jeden Fall eine super interessante Geschichte werden. Vor allem, weil es eigentlich doch schon die Top-Teams eigentlich sind mit am Start, Bayern, Alba. Und man weiß auch noch gar nicht, wo es stattfinden wird. Aber was klar ist, dass es an einem zentralen Punkt stattfinden wird. Das ist dann so ein bisschen, bei Magenta Sport haben sie es Playoff-Festival genannt. dass sich alle treffen und dann an einem Punkt, wie findest du das? Dass man auch in den Kontakt dann mit den anderen Teams kommen kann? Ja, das ist wie so eine kleine Klassenfahrt, ne? Also, nein, das wird bestimmt, kann lustig werden auf jeden Fall, aber allerdings, ja, wenn wir dann da so 5-6 Wochen an einem Ort in Quarantäne sind, wird es bestimmt auch nicht ganz einfach werden, aber ja, wird bestimmt ganz, ganz lustig sein, ein paar Jungs zu sehen, ein bisschen mit dem Hotel abzuhängen, weil mehr werden wir nicht machen können, von daher. Ich bin drauf gespannt, wie das fühlt sich so ein bisschen an wie in den Jugendnationalmannschaften und bei den Lehrgängen, wo man dann immer abends zusammen abhängt. Ne? Ja, genau. Könnte also auf jeden Fall was ganz Gutes werden. Es ist sehr interessant, das mal aus Profisicht zu hören. Man hört immer die Offiziellen, die darüber sprechen, wie es denn aussehen könnte. Aber diese Profi-Insights, die sind natürlich auch ganz besonders. Was erwartest du? Es wird ja auf jeden Fall eine super hohe Belastung werden. Viele Spiele in wenigen Tagen, weil es einfach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ende haben muss, weil dann die Verträge auslaufen. Was erwartest du da für dich? Glaubst du, dass es gefährlicher ist, sich vielleicht zu verletzen? Oder machst du dir über sowas gar keine Sorgen? Ja, ich mache mir schon Gedanken darum. Aber schlussendlich müssen wir uns jetzt so gut wie es geht darauf vorbereiten, dass genau dieser Fall mit Verletzungen oder ja so nicht vorbereitet sein nicht eintreten kann. Wir haben nur 10, 14 Tage Zeit zu trainieren als Team, bevor es losgehen würde und dementsprechend ja nicht viel Basketball-Geschehnisse quasi in der Zeit davor und unsere Körper müssen ready sein und deshalb sind wir jeden Tag ja, uns am Fit halten, am Vorbereiten, um halt diese Aufgaben, die auf uns zukommen, so gut wie es geht meistern zu können, weil wir werden wahrscheinlich ja, alle 2-3 Tage spielen müssen, ohne viel Training dazwischen. Da musst du auch mental fit sein, aber wie gesagt, dein Körper muss an erster Stelle stehen da. Das Training ist ja ganz wichtig für die Zuschauer, die das nicht wissen. Jeder einzelne Coach hat ein sogenanntes Playbook. Das ist dann so ein Hefter, den man dann vor der Saison normalerweise bekommt mit allen möglichen Spielzügen, wo man in welcher Situation wann hinzulaufen hat. Die werden sich jetzt natürlich nicht groß ändern, aber wie schwer ist es, diese eingeschliffenen Dinge, die man über eine Saison lang gelernt hat quasi, jetzt 2 Monate lang gar nicht mehr gemacht hat, dann wieder reinzukriegen innerhalb von 2 Wochen? Ja, das ist sehr schwer. Also ich hoffe einfach, dass die Jungs sich hier noch ein bisschen im Kopf behalten haben, weil in 10, 14 Tagen die nochmal wieder alle reinzubekommen, das wird schwierig. Wir werden auf jeden Fall mit einem kleineren Playbook spielen werden, also falls es dazu kommt. Aber das werden alle Teams machen. Keiner wird da auf dem Stand sein von vor 2 Monaten. Das kann auch keiner erwarten. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben, wieder so nah wie es geht an dieses Level ranzukommen, um den Fans auch am Fernseher einen schönen und guten Basketball bieten zu können. Hoffentlich. Und so einfach wie jetzt eine Meisterschaft zu gewinnen, war es wahrscheinlich noch nie, wenn alle so bunt durcheinander gewürfelt sind und mal so wenige Siege braucht. Also ihr wart noch nie so nah an der Meisterschaft. Vielleicht. Schauen wir mal. Damit gehen wir in die Werbung und sind danach gleich für euch da mit Gameplay aus NBA 2K. Hello, my name is Marie Fleur. In meinem Kindergarten spielen und sprechen wir Englisch. This is us. Viel Spaß beim Spiel wünscht Ihnen Settele, frische Spätzle und mehr.
Spätzle, 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 frisch im Kühlregal. Jetzt geht's los, Spätzle mit Soße. Boden ist unsere Leidenschaft. Uzin, 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 Uzin. Unser 3-Punkte-Wurf gegen Schmerzen. Dichloratioform Schmerzgel bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Willkommen zurück in der Ratiopharm Arena. Hier ist ja heute richtig Primetime angesagt. Gegen die Gießen 46ers geht es im NBA 2K. So ehrlich müssen wir sein. Leider, wir hätten es auch lieber auf dem realen Parkett. Ich glaube, Patrick auch. Aber du wirst heute auf dem virtuellen Parkett stehen mit dem E-Sports-Team zusammen. Hast du wenigstens ordentlich trainiert? Ich habe es ein bisschen versucht, gestern und heute. Mal schauen, ob es was gebracht hat. Wir werden gleich noch über deine Position sprechen. Aber ihr, die treuen Zuschauer zu Hause, wisst vielleicht nicht ganz genau, auf was es bei NBA 2K ankommt. Habt das vielleicht noch gar nicht so ganz oft gesehen. Und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Ich würde sagen, ich sage die Position an und du sagst, was im normalen Basketball so die Grundaufgaben dieser Position sind. Und dann können wir drüber quatschen, was da bei NBA 2K dann rauskommt. Also ein Point Guard, was sind da die Grundaufgaben dafür? Ja, Point Guard, Grundaufgaben. Spiel leiten, Plays ansagen, die Leute finden, die Leute ins Spiel bringen und einfach der Kopf der Mannschaft sein. So wie es Per Günther ist oder auch Killian Hayes, der hier bei uns auf der 1 spielt im Normalfall. Auch in NBA 2K baut natürlich der Point Guard das Spiel auf, dribbelt den Ball quasi nach vorne, hat aber natürlich auch einen Ticken mehr Würfe, als es im normalen Spiel der Fall ist, denn der Shooting Guard ist ja eigentlich der im normalen Basketball, der die Würfe nimmt, oder? Ja, so von der Position her auf jeden Fall. Wenn man ins Lehrbuch schaut, ist das wahrscheinlich so in der Theorie. Ja, kommt auch immer darauf an, wie gut du werfen kannst, weil wenn du der beste Schütze im Team bist, kann es so sein, dass die anderen dich rausnehmen und dann kriegst du vielleicht nicht die Würfe, die du erhoffst. Aber ja, die Grundaufgabe ist schon über Blöcke laufen, frei werden und offene Würfe draufwerfen. Und auch den Point Guard so ein bisschen entlasten, wenn er zu viel Druck bekommt. Auch das ist übrigens in NBA 2K absolut der Fall. Dann kommen wir so Richtung deiner Position, Small Forward. Was sind deine Aufgaben auf dem normalen Spielfeld? Ja, auf dem normalen Spielfeld so ein bisschen der Allrounder, würde ich sagen. In der Ecke stehen für einen Dreier, rebounden, penetrieren, cutten. Wenn du mal einen Größenvorteil hast, kannst du dich auch mal aufposten gegen den kleineren Dreier oder Zweier, wenn sie halt falsch aufgematcht sind. Ja, aber so von allem so ein bisschen, würde ich sagen, muss der Small Forward können. Und da unterscheidet sich NBA 2K dann deutlich dann vom realen Basketball, denn bei NBA 2K ist das der Lockdown-Verteidiger, also der, der dem gegnerischen Point Guard meistens die Handschellen anlegt und dann da in der Offensive ja draußen steht, in der Corner und die Dreier reinschießt, vergleichbar mit Chrissy Phillips ungefähr, mit dem, was der sonst so macht. Der Power Forward, was ist das für ein Spieler im Normalfall auf dem Feld? Das ist auch immer ganz unterschiedlich von Spielertyp zu Spielertyp. Es gibt Stretch Fours, die spielen für Pick and Pop, für einen Dreier oder werden nochmal aufgepostet. Dann gibt es auch die großen Vierer, die den Ball nur unterm Korb haben wollen. Unterschiedlich, aber auch rebounden, Blöcke stellen, schnell nach vorne laufen, wenn du einen langsamen Gegenspieler hast für einen Fast Break. Ja, da unterscheidet sich dann NBA 2K auch wieder. Ich glaube, die mögen die Forwards irgendwie nicht so gerne. Der Power Forward, der steht nämlich auch eigentlich nur in der Ecke. Ab und zu mal läuft ein Cut, aber macht das Spielfeld breit, dass quasi das Pick and Roll funktioniert. Da kommen wir gar nicht gleich noch dazu. Und in der Defensive muss er einfach Rebound stark sein. Das ist aber wie im realen Leben auch. Da hat man immer einen Vorteil, wenn du einen real starken Rebounder hast im Real Life. Ja, und der Center, der ist einfach nur der Riesenbulle unterm Korb. War mal so, ne? War mal so, ja. Wie John Bryant, ne? Ja, genau. Ja, also das ist auch, ja, neu interpretiert worden quasi die Rolle. Es gibt auch jetzt Undersized Center, die athletisch sind, die schnell beweglich sind, die halt gegen diese
größeren Center besser agieren können zum Teil, die schneller sind, da einen Vorteil haben. Ja, aber wie gesagt, rebounden, Blöcke stellen, die kleinen Leute frei bekommen damit, das sind so die Hauptaufgaben. Ja. Für die kantigen Typen und auch das ist in NBA 2K sehr ähnlich, hier haben wir dann wieder eine Ähnlichkeit, rebound stark, stellt viele Blöcke, ja, viele Screens für den Point Guard vor allem im Pick and Roll, weil das dann einfach funktioniert. Nur auch schon mal für dich, für den Hinterkopf, wo es dann nachher hingeht. Wir spielen ja nachher 5 gegen 5 und Patrick wird einen unserer Spieler spielen und er hat übrigens ein bisschen was aufzuholen, denn wir haben ja Marius Stoll hier neulich schon gehabt und Zach Ensminger und die beiden haben jeweils ihr Spiel gewonnen, wo sie mitgezockt haben. Also du musst dir, glaube ich, im Training was anhören, sollte das hier heute anders ausgehen. Generell über Grundformation und Spielzüge müssen wir noch ein bisschen sprechen. Was funktioniert? Was funktioniert nicht so gut? Wie gesagt, im normalen Spiel ist es mittlerweile Alltag, dass jeder so ein bisschen werfen kann. Bei NBA 2K ist es, dass eigentlich auch fast alle werfen können, außer halt der Center dann selbst. Defensiv meistens Mann-Mann-Verteidigung, weniger Zone. Ist das auch, was du im realen Leben eher so magst? Oder bist du der Zonentyp? Nee, das ist mir relativ egal, aber meistens wird dann doch Mann-Mann gespielt und Zone nur, wenn man wenn du den Gegner ein bisschen aus dem Rhythmus bringen willst. Ja, in beidem braucht man auf jeden Fall viel Spielverständnis. In der Defensive, wenn man ein guter Verteidiger sein will, braucht man das Spielverständnis. Das ist dann in NBA 2K nicht arg viel anders, außer dass es defensive 3 Sekunden gibt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dann, wenn man auf der Herbstzeit steht. Also das ist dann für dich auch übrigens wichtig, weil wenn wir dann über deine Position sprechen, hat dir der Coach schon gesagt, wo du als welche Position du auftreten wirst? Ich soll mich in die Ecke stellen, hat er gesagt. Also, dann schauen wir mal rein in die Clips. Wir haben nämlich ein paar für euch vorbereitet. Was funktioniert in NBA 2K? Und das sehen wir jetzt hier hinten gleich. Den ersten Clip, den wir auffliegen haben, das ist ein Fastbreak. Das funktioniert hervorragend. Und genau das hier, diese spektakuläre Art und Weise. Also, Alley-oop, schneller Fastbreak, also Transition Game, ganz wichtiges Ding. Und die Alley-oops, die könnten dann sogar so im Real Life funktionieren, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. Also das kann man auch im Spiel so nachstellen, müssen wir es auch im Spiel so sehen auf jeden Fall. Ja. Dann gucken wir uns den zweiten Clip gleich an. Und hier halten wir jetzt mal ganz kurz an, weil hier sehen wir nämlich jetzt mal endlich die Grundposition, auf die es ankommt. Du wirst dann wahrscheinlich rechts hinten im Eck stehen. Sie spielen sogenanntes Four-Out. Und der Big Man kommt dann hoch zum Pick-and-Roll, weil das einfach exzellent funktioniert. Ja, wie gesagt, die haben ein gutes Spacing in den Ecken, weit auf dem Flügel raus. Das Pick-and-Roll können vielleicht ein bisschen weiter noch an der Dreilinie sein. Aber wie gesagt, man sieht, dass da sehr viel Platz ist zum Penetrieren, wenn der Große den Screen hält. Und dann muss der Kleine quasi den Center attackieren. Und wenn derjenige dann von der Weak Side bei dem großen Roller hilft, könnte der Schütze in der Ecke frei sein zum Beispiel. Und wenn er nicht hilft, gibt es einen Alley-oop oder einen Pass zum Großen für einen Dank. Außerdem haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, an der Baseline entlang zu cutten. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und dann lassen wir hier das weiterlaufen. Wie dieses Pick-and-Roll dann aufgelöst wird, können wir dann hier sehen. Es gibt also die Attacke gegen den Großen und die Dunkings sind overpowered, wie man so schön sagt, unter den E-Sportlern. Das bedeutet also, dass die besonders gut fallen, dass man da also besonders viele Körbe machen kann. Und wenn die Leute helfen, die Kickouts auf die Dreierlinie, die offenen Dreier fallen verhältnismäßig gut. Also auch da haben wir einen großen Vorteil. Dann gucken wir rein in Clip 3, da haben wir wieder einen Fastbreak. Und dieses Mal kommt der Ball ins Eck und findet dann das Ziel. Also der Point Guard selbst wird hier gestoppt. Sie kollapsen so ein bisschen in der Mitte zumindest. Der Außen verläuft sich da ganz schön, Nummer 23. Wenn das dein Teammate wäre, dann dürftest du gleich mal den Wechsel anzeigen. Also ich glaube sowas. Also den Pass spielst du im Real Life nicht. Wenn der Verteidiger steht, der fängt den Ball ab, auf jeden Fall. Das wenn er nicht gerade vielleicht zu seiner Freundin auf die Tribüne schielt oder so, guckt, ob der Trainer ihn als nächstes auswechselt. Gibt ja immer diese Trainerbeobachter, kennst du bestimmt auch als Mitspieler, oder? Ja. Die dann immer gucken, oh, wechselt er mich aus, wechselt er mich aus? Also, das war Clip 3 und jetzt haben wir noch Clip 4. Und auch im Clip 4 sieht man wieder die Grundaufstellung hervorragend. Zuerst wird dann dieser Cut aus der Corner, den ich vorhin angesprochen hatte, der wird dann gefaked und das ist natürlich dann sehr spektakulär. Wir sehen es hier nochmal, den Corner 3, der faked den Cut. Damit ist also sein Gegenspieler gebunden, kann nicht zur Herbstzeit kommen
Und der Dank, der ist natürlich dann überragend, so wie du es natürlich im Spiel machen würdest, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, was kannst du noch beobachten? Der rechts in der Ecke, der wirst du dann sein. Bisher in unseren vier Clips wenig beachtet. Hoffst du, den Ball öfter in deinen Händen zu halten? Ah, ich werde auf jeden Fall ready sein zum Werfen. Mal schauen, was die Jungs, ich glaube, die kennen dich da ein bisschen besser aus an den Sticks als sehr ich. Gut. Also catch and shoot. Auch das wird reichen, glaube ich. War ja auch ganz interessant, wir konnten mit Marius Stoll nach dem letzten Spiel sprechen. Also er hat das erste Spiel gemacht und danach kam dann Zach Ensminger und dann konnten wir ein bisschen mit ihm quatschen. Und er hat auch gesagt, das fühlt sich so ein bisschen danach an, als würde man im Real Life in die Mannschaft kommen. Und du willst dann natürlich auch nicht der sein, der dann sofort den Ball nimmt und 100 Mal drauf wirft, sondern man nimmt sich so ein bisschen zurück, nimmt die offenen Würfe, versucht sonst solide zu spielen. Was ist deine Herangehensweise an das Ganze? Genau die gleiche. Also... Ich habe großen Respekt vor den Jungs, die spielen es ja wirklich ja, 4-5 Mal die Woche, mehrere Stunden am Abend, da kann ich nicht mithalten. Von daher, sie haben mir ein paar Sachen erklärt, aber mal schauen, wie und wie gut ich die umsetzen kann. Von daher, ich werde in der Ecke stehen und schön auf meine Würfe warten. Und die Defense, ganz wichtig, ja, auch, als Powerforward natürlich. Rebound. Und Rebound, genau. Da hat einer aufgepasst, wunderbar. Wir, um euch jetzt nochmal richtig heiß zu machen, zeigen wir euch jetzt den Trailer zum kommenden Spiel. Viel Spaß. An all unsere Fans, an alle Supporter, an alle Ulmer und an all unsere Gegner. Wir sind bereit. Also mir kribbelt es schon mal in den Händen, ich hoffe dir auch. Jetzt schauen wir mal auf die Starting Five, auf deine Mitspieler, wer das so sein wird. Die werden jetzt gleich hier eingeblendet. Ah ja. Du bist dabei. Kannst Kamera warten. Mach dich bereit. Schon fertig. Los geht's. Na endlich. Gleiches Tip-Off. Schon fertig. 1, 2, 3. Ulmer. So, und jetzt haben wir die Grafik hier und haben Grant Jarrett dabei, haben Derek Willis, Patrick Heckmann, Tyler Howey und Christoph Phillips. Für dich eine Starting Five, die auch so im Real Life funktionieren würde? Wahrscheinlich nicht ganz, oder? Ja, ist ein bisschen schwierig. Wenn wir mal Foul Trouble hätten, könnten wir schon so spielen auf jeden Fall. Dann würde Tyler wird Aufbau spielen, ich würde Shooting Guard spielen und Chrissy auf der 3. Aber... ja, eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir viel switchen könnten, da könnten einige Teams Probleme mit haben, aber in der Saison haben wir so bis jetzt noch nicht gespielt. Kann ja noch kommen, vielleicht ein kleiner Tipp an Jaka. Schauen wir mal. Also wir sehen es hier, Walking Mismatch, das ist übrigens auch der Spielertrainer, der sitzt hinten drin und wenn dann der Patrick ein bisschen zu oft drauf schießt, dann kriegt er da glaube ich auch mal ruhig eine Ansage relativ schnell. Ansonsten seht ihr unsere E-Sportler, die dann auch mit unseren Profis zusammen oder für unsere, als unsere Profis, so müssen wir es formulieren, dann auch auflaufen werden. Gegen ein Team aus der Community, die dann also die Gießen 46ers darstellen werden. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Hast du schon mal 5 gegen 5 NBA 2K gespielt? Noch nie. Also noch nie mit 4 Mitspielern auf jeden Fall. Von daher ist es was Neues. Immer nur allein oder auch schon mal 2 gegen 2? Ich habe bis jetzt nur allein gespielt. Okay. Also... schauen wir mal rein. Nachher, wir hören dann auch die Kommunikation zwischen den Spielern ab und zu. Mal habt ihr ja schon in den letzten Episoden, die wir hier gedreht haben, auch schon gesehen, dass es dann da diese Kommunikation gibt. Damit kennst du dich auf jeden Fall aus mit den Basketballkommandos. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber mal gucken, ob ich die an der Konsole genauso umsetzen kann wie auf dem Feld. Es gab ja mal so ein Spiel, wo die Spieler wired waren. Also ich glaube 2, 3 Spieler. Ich glaube Wladimir Lucic und Elias Harris waren es, die verkabelt waren. Findest du grundsätzlich sowas gut, auch mal auf dem Spielfeld zu hören? Oder ist das eher ein Problem, weil da ein paar Leute ein bisschen zu ausfallend sind? Also es kann ganz interessant sein auf jeden Fall für die Fans. Ich glaube aber, die Spieler müssen sich dann schon sehr zusammenreißen, was sie da genau sagen. Ja, ich glaube, Elias hat auch ein paar Späßchen gemacht, aber... ich glaube, so im Alltag wäre das schon schwierig, wenn das in jedem Spiel passieren würde. Dann ja, wäre interessant für die Fans, aber wie gesagt, ich glaube, die Jungs würden schon
anders miteinander umgehen. Würde auch so ein bisschen vielleicht von diesem Feeling verloren gehen, wenn 6000 um dich schreien, dass du auch mal was sagen kannst, was dann keiner hört. So. Ja, auf jeden Fall. Gab ja auch schon entscheidende Duelle, auch in der NBA zum Beispiel, wo man dann gehört hat, irgendwie, dass Jordan mal was ins Ohr geflüstert bekommen hat und dann legt er 3 Dreier in Folge auf und so weiter. Also das auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Wir gehen gleich rüber ins Spiel und schicken den Patrick auch rüber, brauchen aber wohl noch ganz kurz, wenn wir schon mal bei Jordan sind, hast du die letzte Last Dance-Doku schon mal gesehen? Ich habe vorgestern angefangen sogar, also ich war ein bisschen spät dran, aber bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Schon gleich die ersten 4 Folgen durchgesuchtet? Nee, ich glaube, ich habe erst 2 geschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Rodman wäre dann die 3. gewesen. Ja, nee, da war ich noch nicht. Okay, also lohnt sich auf jeden Fall, gerade für alle Basketballfans da draußen. Eine sehr, sehr heiße Nummer, die ja auch viel diskutiert wird überall im Basketball. Und auch die Crailsheim Merlins haben ja auch eine Doku gedreht. Findest du sowas grundsätzlich ganz cool, wenn da mal so eine Mannschaft begleitet wird? Ich meine, du kennst es ja aus der Perspektive, die Fans kennen es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, es gibt einen ganz guten Einblick in diese Teamstruktur, was da so vorgeht, im Lockerroom auf jeden Fall, Vorspielen und ja, ich glaube, das ist eine gute Sache und ich finde, es könnte auch vielleicht ein bisschen öfters geschehen in der Bundesliga auf jeden Fall, um den Basketball noch ein bisschen mehr an die Fans ranzubringen. Ja, da kriegen die Fans auch so einen extremen Einblick, wie es auch in so einer Basketballkabine zugeht, dass da auch nicht alles nur Glamour ist, also wie in der NBA beispielsweise, sondern dass man da einfach in normalen Umkleidekabinen ist, wo es keinen Whirlpool gibt oder sonst irgendwas, wo es dann auch mal laut wird. Zum Beispiel vom Trainer von Jaka Lakovic hier bei den Ulmern, da wird es sicherlich auch ab und zu mal ein bisschen lauter. Wir haben jetzt einen kleinen Einspieler für euch von Jaka Lakovic, All Eyes on Jaka. Hey, it's time to wake up. Okay? Everybody, wake up. Okay, wake up, it's game time. Today, one is coming, okay? They are ready to fight for their lives, okay? So we have to be at the same level, at the same level. Today, we are the hunters. 40 minutes long, not 20, 40, okay? Let's go, guys. Willkommen zurück in der Ratiofarm Arena. Das war gerade Jaka Lakovic, unser Coach, dein Coach auch. Als ich gelesen habe, dass er hier Trainer wird, da sind mir erstmal fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich ihn als Spieler nur gekannt habe, als Weltklasse, als europäischen Topklasse-Spieler. Und jetzt ist er hier Rookie-Coach. Wie kann er euch weiterhelfen? Wie hilft er euch weiter, auch mit dem, was er erlebt hat als Spieler? Ja, das sind so die Sachen, die er uns am meisten vermitteln kann, wie er mit Situationen umgegangen ist. Er weiß genau, was in welcher Situation gemacht werden sollte oder gemacht werden muss. Spielsituationen oder Trainingssituationen, er weiß, er kann sich ganz gut in die Spieler reinversetzen. Jetzt haben wir mal 3 Spiele in Folge verloren. Hilft jetzt das nächste Anschreien oder muss er einfach mal mit den Spielern einzeln ein bisschen kommunizieren und schauen, was sie denken? Das macht er schon ganz gut auf jeden Fall und ja, das stammt auf jeden Fall von seinen Erfahrungen, die er während seiner Profikarriere selbst gemacht hat. Der ist auf jeden Fall schon mal auch bei den großen Vereinen in Europa unterwegs gewesen. Hast du mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch nochmal im Ausland zu spielen? Du hast
in den USA gespielt, klar am College. Ansonsten war deine Karriere bisher größtenteils in Deutschland. Gibt es da irgendwie Überlegungen? Gerade mit, du bist jetzt 28, wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr 12 Jahre spielen. Gab es mal die Überlegung, irgendwie ins Ausland zu gehen? Ja, bis jetzt noch nicht so wirklich. Aber ich wäre dem nicht abgeneigt gegenüber. Also wenn da Angebote kommen würden nach einer guten Saison, dann würde ich das auch durchaus überlegen. Aber bis jetzt war einfach Deutschland die richtige Station für mich, sage ich mal, und habe bis jetzt auch keinen Grund gesehen, die Liga zu verlassen. Gibt es irgendeinen Verein, den du besonders verfolgst, wo du in Europa sagst, da würde ich am liebsten mal spielen? Keine Ahnung, Real Madrid, FC Barcelona, CSKA Moskau, ja, Olympiakos, Piräus vielleicht auch? Ich glaube, bei egal was für einem Euroleague-Verein im Ausland oder auch Eurocup-Verein lässt sich gut spielen, aber wie gesagt, Euroleague ist nochmal so ein Traum von mir. Und wenn dann im Ausland vielleicht da eine Möglichkeit besteht, dann wäre das natürlich super, aber jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Wo war es am schwersten zu spielen, als du noch in der Euroleague gespielt hast, so auswärts? Wo war es am schwersten zu bestehen? Das ist eine gute Frage. Kaunas auf jeden Fall, Tel Aviv, also sind so die zwei, Panathinaikos sind so die zwei, drei, ja, okay, Belgrad noch vier. Vier Hallen, wo es richtig laut wird und wo die Fans bei jedem Spiel Vollgas geben. das ist schon eine krasse Atmosphäre, die man mal erlebt haben muss auf jeden Fall. Und das hat immer Spaß gemacht, war beeindruckend und war auch ein bisschen vielleicht einschüchternd am Anfang. Aber das hat man dann am Ende schon richtig genießen können. Ja, das ist natürlich cool, wenn bei der Euroleague-Hymne dann auch so ein bisschen die Goosebumps langsam kommen. Das kann ich mir echt vorstellen, dass da krass ist zu spielen, schon allein im Fernsehen ist es ja super beeindruckend, dazu zu sehen. Lass uns noch mal ein bisschen über Jaka quatschen, beziehungsweise über die Hintermänner, die ja sonst gar nicht so krass im Vordergrund stehen. Deswegen sind es wahrscheinlich Hintermänner. Aber wir haben mit Danny Jansson und Tyrone McCoy zwei Trainer, die bisher in der Saison an seiner Seite standen. Beide sehr erfahren. Danny ein bisschen wird jetzt rangeführt quasi an die Bundesliga. Tyrone McCoy schon Cheftrainer gewesen in der BBL. Wie viel hilft auch sowas, so eine Kombination aus ganz frischen Ideen von Jaka und diese Abgeklärtheit von einem Tyrone McCoy? Ja, das hilft sehr. Die, glaube ich, ergänzen sich ganz gut. Mit Jaka hat er auf höchstem europäischen Niveau gespielt. Ty kennt die Liga ganz gut. Hier in Deutschland mit Coaches, Spielern, Hallen, Vereinen und so. Und Danny macht seine Sache, macht Video, scoutet viel, sodass wir uns auf die Spieler einstellen können und auf die anderen Teams. Und ja, wie gesagt, zusammen haben sie ganz gut harmoniert auf jeden Fall und haben sich gut ergänzt. Du sprichst die Videostudien an, ihr bekommt dann, wie kann ich mir das vorstellen, so ein 30-sekündiges Video, mit 15-Minuten-Vortrag, wie sieht da die Video, ist ja ganz verschieden bei den Coaches, glaube ich. Ja, das ist sehr verschieden auf jeden Fall, aber normale Spielvorbereitung ist, dass wir uns vielleicht so zwei, drei Tage vorher anfangen, Video zu schauen. Dann schauen wir vielleicht erstmal so, wie sie spielen. Noch nicht mal genau auf die Spieler, sondern wirklich nur, wie sie als Team spielen, Systeme verteidigen. Und dann, je näher ans Spiel ranrückt, desto mehr gehen wir auch auf die individuellen Spieler ein, was ihre Stärken und Schwächen sind und wo wir sie attackieren wollen vielleicht und was wir ihnen wegnehmen wollen. Normalerweise dauern die Film-Sessions dann immer so 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Oder wenn wir mal von einem Eurocup-Spiel kommen und wir nicht trainieren können, dann dauert es vielleicht nochmal länger, dann können wir mehr analysieren, anstatt dass wir halt trainieren können. Aber es ist immer unterschiedlich, aber meistens haben wir immer so zwei, drei Tage Video. Diese Videos werden, denke ich, jetzt gerade, falls dieses Turnier stattfinden sollte, zustande kommt, dann extrem wichtig, weil ihr eben nicht die Möglichkeit habt, viel zu trainieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn wir alle zwei Tage spielen sollten, dann ist nicht viel Zeit zu trainieren, dann muss man sich das anschauen am Fernseher und sich so drauf einstellen. Du kannst doch nicht alle Systeme im Training dann durchgehen und durchlaufen und dann, ja, werden wir aber genug Zeit haben, da wir alleine in einem Hotel sitzen, uns den ganzen Tag Videos anzuschauen und uns drauf einzustellen. Bei der deutschen Nationalmannschaft haben wir es ja schon mal gesehen. Ich glaube, bei der WM 2014 kam das so ein bisschen auf, dass die Spieler auch das auf ihr Handy geschickt bekommen haben, dass sie es abrufen konnten, wann sie wollten. Habt ihr sowas auch, dass ihr es euch quasi zu Hause angucken könnt oder gibt es das nur in dieser einen Phase, wo dann quasi gescoutet wird? Nee, also Ty hat auch Videos hochgeladen auf so eine Plattform, auf die wir zugreifen konnten und uns dann auch zu Hause die Sachen anschauen konnten.
Und soweit ich weiß, hat er auch immer gesehen, wer wie viel von dem Clip gesehen hat. Und sich angeschaut hat. Wunderbar. Also, ihr merkt es vielleicht, wir können jetzt noch nicht direkt starten mit dem Spiel. Wir haben gerade noch technische Probleme. Die Spieler, die außerhalb der Arena sind, für die Leute, die sich mit NBA 2K auskennen, die können gerade noch nicht reinkommen. Und deswegen gehen wir in einen ganz kleinen Werbeblock und sind dann gleich wieder live für euch hier aus der Ratiopharm Arena. Dann mit dem Duell zwischen Ratiopharm Ulm und den Gießen 46ers. Motorenhöhle, made in Germany. We were true to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. Uzin, Uzin. Hey. Boden ist unsere Leidenschaft. Uzin, 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 Uzin. Da sind wir wieder. Im Hintergrund versucht unsere Technik natürlich alles, um jetzt das Spiel gleich zu starten. Aber noch ist Patrick bei uns. Der wird dann gleich rüber switchen und dann auf der Power-Forward-Position antreten. Power-Forward war jetzt nicht so die Position, die du am liebsten gespielt hast, oder? Hast du eine Lieblingsposition überhaupt? Also Small-Forward liegt mir schon, glaube ich, am meisten. Aber ich muss sagen, manchmal macht es auch Spaß, einen Power-Forward zu spielen, vor allem vorne, weil die Jungs meistens doch größer und dann doch auch langsamer sind als du. Und das ist schon auch manchmal reizend gewesen. Kannst du sie ein bisschen attackieren mit deinem Drive? Ja. Sehr schön. Du hast eine hohe Flexibilität in deiner Einsatzfähigkeit, bist ein guter Verteidiger, guter Schütze, hast einen Drive zum Korb, kannst auf der 2-3-4 spielen. Können nicht so ganz viele Spieler von sich behaupten, so ein buntes Potpourri zu haben. War das immer auch ein Vorteil von dir bisher in den Mannschaften, wo du gespielt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da sehr flexibel einsetzbar, was vorne und auch hinten betrifft. Ich habe auch manchmal gegen den Vierer angefangen zu verteidigen und dann hat unser Vierer den Dreier verteidigt, um ein paar Mismatches zu kreieren, auch vorne dann in dem Wechsel von Offense, Defense. Aber wie gesagt, ich mache eigentlich so alles, was der Coach will und ich muss mich da jetzt nicht auf nur eine Position festlegen, sage ich mal. Das ist natürlich eine große Stärke von dir. Jetzt haben wir möglicherweise das Turnier, das gespielt wird, dann bis Ende Juni. Das verkürzt die Sommerpause natürlich auch. Kann das vielleicht auch einen negativen Effekt auf die nächste Saison haben aus deiner Sicht jetzt? Ja, also wenn die Saison normal weitergehen würde und wir mit der Vorbereitung vielleicht wieder Anfang August, Mitte August anfangen sollten, dann ist es natürlich schon viel Zeit, die wir verlieren würden an Offseason auf jeden Fall, weil normalerweise mache ich erstmal so 3 bis 4 Wochen gar kein Basketball oder gar keine Athletik-Sachen, sage ich mal. Und wenn ich das 3 bis 4 Wochen machen müsste, dann oder nicht machen würde, dann hätte ich wieder nur noch 2 Wochen, um mich richtig vorzubereiten, was natürlich auch nicht reichen würde. Und wir brauchen unsere Pause im Sommer auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass die Liga da vielleicht eine Lösung finden würde, die Spiele vielleicht ein bisschen später anfangen zu lassen, wobei wir auch nicht wissen, wie genau das dann nächste Saison weitergehen wird. Ja. Also eigentlich tun mir die Jungs mit bei Berlin und München am meisten leid, wenn die dann vielleicht noch im Juli Euroleague spielen sollen. Dann haben die gar keine Pause im Sommer und sitzen 12 Wochen am Stück in Quarantäne vielleicht. Aber wie gesagt,
einen Monat nur Pause wäre schon wenig. Die Jungs hatten dann jetzt quasi ihre Sommerpause ungewollt. Wie wichtig ist es da auch nicht nur, sich körperlich zu erholen? Klar, jeder kennt das, Dauerbelastung, die ihr habt auf den Gelenken, auf den Bändern, überall, dass sich das wieder besser anfühlt. Aber ich glaube auch, die mentale Entlastung ist auch ganz wichtig für euch. Ja, auf jeden Fall. Also der Kopf spielt schon eine große Rolle. Du musst ja ständig was Neues lernen, dich auf ein neues Team einstellen. Du musst im Training immer zu 100% da sein. Alle möglichen Sachen, die Coach dir neu beibringen, musst du behalten. Ansonsten stehst du 2 Tage später nicht so gut da im Training. Wenn die auf jeden Fall ein neues Play machen oder ein älteres verändert haben und du weißt es schon nicht mehr, dann ist es nicht ganz so gut für dich. Aber ja, dazu ist der Sommer da. Kopf abschalten, einfach ein bisschen regenerieren, Freunde, Familie sehen, für die während der Saison nicht so viel Zeit ist natürlich, und dich nicht auf Basketball konzentrieren müssen. Ich glaube, der Druck ist auch relativ groß bei euch Spielern, weil ihr einfach gesehen werdet bei der Arbeit. Das ist ja eine ganz andere Arbeit, wie jetzt, sage ich mal, irgendjemand, der zu Hause am Schreibtisch sitzt, sein 0815-Ding durchmacht. Der wird später nicht live bewertet von 6.000 Zuschauern hier in der Ratio Farm Arena. Wie groß ist da auch der Druck, so ein bisschen als Spieler performen zu müssen quasi? Und wie groß ist dann auch die Erholung, mal nicht performen zu müssen? Ja, der Druck ist natürlich da, das merkt man. Vor allem die Fans haben ja Erwartungen, der Verein hat Erwartungen. Und wenn du dann als Spieler oder auch als Team hinter den Erwartungen zurückbleibst, dann du hörst es schnell auf jeden Fall und du willst es natürlich auch, eigentlich, du willst es ja nicht machen, du willst ja dein volles Potenzial abrufen können als Team und auch als Spieler. Und wenn es nicht funktioniert, dann zweifelst du, aber du merkst schon so, dass es nicht richtig läuft und dann willst du auch da aus dem Loch wieder rauskommen auf jeden Fall. Und dann 1, 2 schlechte Spiele helfen nämlich natürlich nicht. Und da, ja, das ist so. Klar, das glaube ich, so. Ja. Von daher, aber da muss man durch als Profisportler. Also da kannst du jetzt nicht dran kaputt gehen, sage ich mal. Da musst du einfach drüber stehen und deine Leistung irgendwann wieder abrufen. So, und um Leistung abrufen geht's auch jetzt auf dem virtuellen Feld. Patrick, wir haben die Leitung stehen. Du darfst jetzt rüber auf den Platz als Power Forward für uns. Viel Erfolg, ich drücke die Daumen. Danke, dass du bei mir warst. Dankeschön. Und wir schauen direkt rein aufs Spielfeld und gucken uns hier die Gegner an. Die Gießen 46ers in ihren typischen Trikots werden ja dargestellt von einem Team aus der Community. Dafür auch übrigens vielen Dank, dass ihr euch dafür bereit erklärt, hier gegen unser E-Sport-Team zu zocken. Und jetzt geht's los hier mit der Partie. Die Trikots ein wenig ähnlich, aber das stört uns überhaupt nicht. Die Ulmer in gewohnt Orange. Von rechts nach links später, also gerade in der Defensive. Pick and Roll hier im Community-Team von den Gießen 46ers. Leichter Layup geht daneben, aber der Rebound ist noch nicht da. Gute Defense hier draußen, aber dieses Reach-In, dieses Reingreifen, das ist nicht zu empfehlen, denn damit zeigt man immer Schwächen. Und das haben wir vorhin besprochen. Die Fast Breaks, die lohnen sich. Also guter Outlet-Pass da, direkt mal nach vorne gepusht, auch wenn er dann hier geblockt wird. Timeout gibt's direkt mal. Auch das relativ typisch für NBA 2K, dass es früh Auszeiten gibt, gibt's ja so im normalen Spiel eher selten. Wir spielen in dieser Partie 4x5 Minuten. Offener Schuss hier, der nicht sein Ziel findet. Ja, wie gesagt, 4x5 Minuten. Und danach schauen wir mal, wer hier den Sieg holt. Guter Abschluss hier für die 46ers. Und die ersten Punkte in der Partie. Gutes Pick and Roll, das haben wir vorhin so gesehen. Point Guard mit Center und dann geht da, wenn ich es richtig gesehen habe, Tyler Harvey einfach durch und schmettert das Ding durch die Reuse. Gute Defense jetzt hier von Christoph Phillips. Fast Break noch verhindert, aber da ist der offene Dreier. Und es klingelt das erste Mal. Christoph Phillips mit dem Dreier. In der Defense jetzt das Foul, wurde da attackiert. Oh, yeah.
3 Minuten noch im ersten Spiel. Pick and Roll kommt. Auch der Abschluss ist da. Rebound bei den Gästen, aber das ist sehr gut verteidigt. Und da ist immer wieder viel zu hören auf dem virtuellen Feld. Guter Fastbreak und dann Shepherds. Christoph Phillips ist ja genau dafür prädestiniert in NBA 2K. Spektakuläre Aktionen von ihm. Nächster Steal, das ist klasse gemacht. Alley-oop. Läuft. Also die ersten Minuten laufen ganz gut an. Gerade das schnelle Spiel, die Transition, also das Umschalten von Offensive in Defensive funktioniert. Auch weil Gießen bisher seine Dreier nicht trifft. War schon der zweite, dritte, den die Gießener da liegen lassen. Und der war mit Brett. Nicht schön, aber er zählt. Wir haben unten natürlich die Anzeige weiß auf weiß, das sehen wir, das wissen wir natürlich. Die wird aber von NBA 2K so generiert, also da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Da hatte niemand irgendwie einen Knick in der Optik, falls ihr euch das fragt. Und da haben wir Patrick Heckmann, der hier oben in der Ratio Farm Arena zockt als Power Forward mit am Start ist mit unserem E-Sport-Team. Finde ich übrigens eine mega starke Geschichte, dass hier die Profis und die E-Sportler zusammenspielen. 11:8 steht's für die Ulmer. 1:33 noch zu gehen in diesem ersten Viertel. Nächster Steal hier. Defense macht Spaß. Und das muss auch erstmal gelernt sein. Spektakulärer Dank von Christoph Phillips. Schneller Dreier, der sein Ziel findet. Schon der zweite von diesen Kandidaten mit dem außergewöhnlichen Haarschnitt. Defense zu aggressiv. So, jetzt kriegt er hier das Pick and Roll. Oh. Das sah mir fast schon nach einem LU-Pass aus. An den cuttenden Cornerspieler da. Kommt aber nicht an. Letzte Minute im ersten Viertel läuft. Ausgeglichene Partie. Aber Christoph Phillips, der ist ein Defensivass. Auch wenn er hier jetzt nochmal gestoppt wird im Fastbreak. Und die Gießner ihrerseits es scheppern lassen. Zum 13:13. Ausgeglichenes Spiel im ersten Viertel. Bisher konnten die Ulmer, außer gegen die Bayern, toller Dreier hier, jedes Spiel gewinnen, das wir hier virtuell ausgespielt haben, um euch zu Hause ein bisschen mehr Entertainment zu bieten. 16:13 also in dieser basketballfreien Zeit für Ratio Farm Ulm gegen Gießen. Freier Schuss da. Ich glaube sogar gesehen zu haben, dass das der Gegenspieler von Patrick Heckmann war. Gibt's ja nicht. Oh, guter Stil hier wieder von den Gießnern. Im Real Life ging das Spiel ja mit plus 20 an Ratio Farm Ulm. Hier ist es sehr, sehr knapp. Letzten Sekunden laufen. Schickt ihn hier durch dieses nicht besonders intelligente Spiel, Foul an die Freiwurflinie. Und damit kann er zum Ausgleich kommen. Und den Gästen bleiben noch 5,3 Sekunden. Oh, der hätte noch gezählt. Also 18:18, spektakuläres erstes Viertel. Liegt natürlich auch daran, dass die Offensivabteilungen einen Ticken besser sind als die Defense, die sie spielen. Von daher High-Scoring-Game hier 18:18 gleich mal im ersten Viertel. Wir gehen rein ins zweite und in den ersten Ulmer Angriff. Gut rausgekickt. Jetzt wirf! Das ist Patrick Heckmann. Er kriegt den Ball nicht los.
und dann nur die Vorderseite des Ringes und vielleicht kann er es hier wieder gut machen. Oh, wird er erstmal in Reihe 32 Sitz 1b geblockt. Release im Moment noch nicht der beste. Nächster Block hier. Also die Gießener räumen auf. Und Patrick Heckmann, voller Konzentration ist er hier. Und das ging gerade noch mal gut für die Ulmer. Pick and Roll jetzt oben. Wichtiges Spielelement. Guter Alley-oop. So können sie es ausspielen. Patrick schafft da viel Platz. Dadurch, dass er in der Ecke stehen bleibt, anspielbereit ist, ready für den Dreier. Dadurch kann natürlich der Gegenspieler nicht ganz so stark aushelfen. Und damit schaffen sie dann mehr Platz für dieses Pick and Roll in der Mitte. Mit dem Rebounden haben sie noch Probleme. Offener Dreier und der fällt, obwohl er nicht mit perfektem Timing war. Das seht ihr immer daran, wenn unten das grüne Licht aufblinkt. Dann hat er quasi im direkten, perfekten Moment den Ball losgelassen. Hatte ja Anton Gavel hier, vor zwei Wochen war es, glaube ich, jede Menge Spaß dran. Aber jeder Basketballer kennt das auch. Wenn der Ball die Hand verlassen hat, weiß man zu 90%, ob der reingeht oder nicht. Klar, ab und zu mal fühlt man sich, das wird er reingehen und dann geht er hinten auf den Ring. Aber im Normalfall ist es dann tatsächlich so, dass er dann auch wirklich reingeht, wenn der Ball die Hand verlassen hat. Jetzt gerade ein Gießener Run hier. Nächster zu einfacher Turnover. Und der Alley-oop sitzt schon wieder. Also die Gießener sind gerade im Flow. Und den gilt es zu unterbrechen. Im Real Life hätte ich jetzt sofort gesagt Timeout. In NBA 2K nicht. Eine gute Offensivaktion und das Ganze ist hier wieder geregelt. Die Timeout kommt hier. Wir gehen rein in den Teamspeak, hören mal zu, was die Jungs sagen. Auf geht's, müssen jetzt ein paar Stops holen, ein paar Boxouts. Ein bisschen... Das Ding ist wieder drehen, das Ding jetzt wieder drehen. Aber der fängt ihn nicht. Haben wir. Schöne Defense. Gut, schöner Block auf. Starker Block, ey. Starker Block, schön. 11 Sekunden, 11 Sekunden. Ich bin da genau da, meine. Hast du. Oh, was sind das für Screens? Ja. Geh mal tiefer, bitte. Verteidigen gar nicht hoch. Ja, stimmt. Der Point Guard kommt eh nirgendwo hin. Nur die Pässe. Oder was? Starker Pass. Ja, ich geh jetzt runter, Tim. Ich lass dich hoch. Naja. Ich geh jetzt komplett hoch. Ja. Stark, schön, dass du hier bist. Ich glaube, wir haben da Patrick gehört, wie er sich da im Teamspeak mit eingemischt hat und gesagt hat, guter Block. Also der ist voll mit drin, Patrick Heckmann hier. Und wann hat man auch schon mal die Chance, als E-Sportler mit einem echten Profi zusammenzuzocken? Also diese Fusion hier macht richtig viel Laune. Gießen mit dem nächsten Ballverlust. Chrissy Phillips, glaube ich, schon mit dem vierten oder fünften Steal, den ich jetzt hier gezählt habe. Und es wird wieder enger, es wird wieder knapp. Und das macht natürlich dann nochmal einen Ticken mehr Spaß, wenn da Spannung mit drin ist. Wir hatten hier schon alles. Einen Dagger von Zach Ensminger im letzten Spiel gegen Oldenburg. Wir hatten deutliche Siege. Wir hatten einen vergebenen 3-Punkte-Wurf zur Overtime gegen die Bayern. Also wirklich alles dabei. Freier Wurf jetzt für die Gießener. Und der droppt durchs Netz. Damit also wieder die Gießener Führung mit 33 zu 31. Und der Ballverlust macht das
möglicherweise nicht besser, das Ergebnis. Zumindest aus Ulmer Sicht, so ist es. 36-31 steht es jetzt. 42 Sekunden vor der Halbzeit. Es ist und bleibt ein High-Scoring-Game, sogar in der im zweiten Viertel noch mehr, als es im ersten Viertel der Fall war. Nächster Dreier. Oh, das wäre auch der dritte in Folge gewesen für die Gießener. Aber der Offensiv-Rebound ist da. Und der nächste Zwischenrun der Hessen ist am Start. Jetzt können sie es weit runterspielen. 2 Sekunden zwischen Gameclock und Shotclock, aber sie verlieren den Ball und die Gießener mit dem nächsten Fastbreak punkten. 16 Sekunden noch und jetzt in dieser Phase konnten sich die Gießener dann doch absetzen. Spielen einen ähnlich verrückten Basketball wie auch im Real Life. Das war jetzt wichtig, hier nochmal vor der Pause zurückzukommen. Also Chrissy Phillips bisher für mich der Ulmer Spieler des Spiels. Der Buzzerbeater findet nicht ins Ziel. 40-34 steht's für die Jobstairs Gießen 46ers. Minus 6, das ist aber ein Rückstand, der durchaus aufzuholen ist. In dieser Partie, in der zweiten Hälfte. Und darauf hoffen wir doch. Darauf hoffen wir sehr stark, dass es da nochmal eine richtige Aufholjagd von unseren Ulmern gibt. Rein in die zweite Halbzeit, natürlich die Ulmer nach wie vor in den typisch orangenen Trikots mit dem ersten Angriff. Das ist Patrick Heckmann. Und da kommt der Baseline-Drive. Ich glaube, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Release, den Zeitpunkt zu finden. Dann kommt da immer nur eine Fake raus. Vielleicht ein bisschen anders eingestellt als bei ihm zu Hause. Also je länger man dann quasi an diesem Analogstick zieht, desto länger hält der Spieler dann den Ball auch in der Hand und wenn man dann loslässt, dann lässt er den auch tatsächlich los. So ist das dann zu steuern. Und da sind die Einstellungen vielleicht ein bisschen anders. Da haben wir ihn im Bild. Patrick Heckmann weiterhin 100% Konzentration beim Forward von Ratio Farm Ulm, der hier mit dem E-Sport-Team zusammen antritt. Und ich wollte hier gerade schon das End-One verkünden. Aber es war dann doch nur ein Foul ohne Korberfolg. 2 Schuss für The Walking Mismatch, der mit Grant Jarrett spielt. Übrigens unser Spielertrainer, das ist Nick. Der sitzt nur ungefähr 3 Meter von Patrick entfernt. Da kann es dann mal sein, dass ein Papierkügelchen rüberfliegt. Wenn der reale Spieler Patrick Heckmann mit dem virtuellen Spieler Patrick Heckmann falsch steht vielleicht. Also, weiter geht's hier. Offensiv geht jetzt ein bisschen mehr als in den Minuten vor der Halbzeit für die Ulmer. Gute Penetration. Und dann zieht er hier das Foul. Das war intelligent gemacht. Kennen wir von ihm auch so vom realen Spielfeld. Patrick Heckmann für 2 an der Linie. Könnt ihr hier die ersten Punkte sammeln? Oh, wir hatten hier übrigens noch keinen Profi, der mitgespielt hat, der 0 Punkte gemacht hat. Das wird auch bei Patrick Heckmann nicht anders sein. Jawohl, da haben wir es doch. Da haben wir ihn doch. Den ersten Punkt. Das Selbstvertrauen steigt damit natürlich auch nochmal ein gutes Stück. Und verkürzt hier wieder gegen die Gießener, gegen dieses Community-Team, das die Gießen 46ers darstellt. Guter Midrange-Jumper. Pull-up. Peu à peu wird es hier wieder enger. Plus 9 waren die Gießener kurz vor der Halbzeit, bis dann dieser wichtige Dreier da von Chrissy Phillips ins Ziel fand. Gute Defense draußen in der Corner. Raumaufteilung ist sehr gut, nur der Rebound ist nicht da. Oh, das tut weh. Die Defense ist gut, aber halt nur bis zum Rebound. Und der Defensiv-Rebound gehört noch mit zur Defense mit dazu. Oh, vorne Statement-Dunk. Noch zu spielen im dritten Viertel.
Nächster Rebound, Fast Break. Das haben sie sehr gut gemacht. Und Chrissy Phillips mit dem Facial Dunk. Boom! Wir wollen abusen, ne? Komm weiter, weiter. Ich hab ihn. Hast du? Ich bin inside. Ich bin inside immer noch. Verschwack. Wieder du. Bin da. Und dann war auf einmal dieser Screen. Ein schöner Block. Gott, oh! Ach, das ist Wahnsinn. Egal, weiter. Sex. Reset. Oh mein Gott. Alter. Back, komm. Stimmt. Gute Deal. Das. Ah, reset. Haben wir noch einen Foul? Vorne zu machen, Jungs. Corner links. Ich hab die Lenke. Ja, passt dann einer rechts. Bot. Schön. Ich bringe. Ja, kann ich nicht werfen. Also bei dieser Shot Clock Violation hätte ich mal direkt mal den Videobeweis angefordert. Ganz klares Ding. Der war zu spät, meiner Meinung nach. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen subjektiv unterwegs mit einer subjektiven Spielweise bzw. Sichtweise. Aber wir haben es gesehen. Patrick Heckmann fügt sich sehr gut ein in dieses Team, holt den Rebound hinten, ist da in der Corner zum Verteidigen, ist hier der Kandidat mit den grünen Schuhen in der Defense, der sich da selbst spielt. Jetzt hier in der 1-on-1-D, aber kriegt Hilfe von Grant Jarrett und vorne schmettert mal wieder Chrissy Phillips die Pille durch die Reuse. So wollen wir das weiterhin sehen. Die Ulmer, gerade im Fastbreak, extrem stark. Hatten wir auch in der Analyse schon festgestellt, bevor wir reingegangen sind in diese Partie hier zusammen mit Patrick Heckmann. Die letzte Minute läuft im dritten Viertel. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Der Dreier sitzt. Wichtiges Ding für die Ulmer. 35 Sekunden noch zu spielen. Und Patrick voll im Spiel drin. Wir haben es auch gehört, beteiligt sich am Teamspeak. Auch das ist ja ganz wichtig, gerade für die Neuen. Und das war natürlich viel zu durchsichtig gespielt. Wieder ist da einer, der aber nicht finisht. Ich glaube, es war wieder Chrissy Phillips dieses Mal. Mit keinem Hammerdank. Wird dann aber gefoult. Also nicht Chrissy Phillips, aber zwei Schuss gibt es trotzdem für die Ulmer. Beide sitzen. Wichtige Phase. Jetzt nochmal einen Defensive Stop hinbekommen. Und mit einem guten Gefühl ins letzte Viertel. In dieser Partie hier gegen die Gießen 46ers. Die haben Probleme, den Ball loszukriegen. Jawohl. Gucken nicht auf die Uhr. Und damit gehen wir rein ins vierte Viertel. 5 Minuten haben wir also noch zu spielen hier. In dieser Begegnung. Ah, die Gießner legen ganz gut ab. Die Gießner plus 3. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Ah, stark. Dreimal, viermal nutzt er gleich das High Pick and Roll. Hat viel Platz. Irgendwann kommt der Verteidiger nicht mehr hinterher. Ist da geduldig genug, um auf den richtigen Wurf zu warten, um den nötigen Platz zu haben. Gute Defense jetzt. Vorne läuft schon wieder Chrissy Phillips, kriegt den Alley-Oop-Dunk und er funktioniert. Und das ist die Führung. Die Ulmer wieder mit einem vorne durch diese zwei starken Sequenzen in den letzten beiden Angriffen. War gut, dieses Foul hier aus taktischen Gründen zu ziehen. Dass da die Gießner nicht zu leichten Punkten kommen. Jetzt Backdoor gegangen hier. Der Rebound bei den Ulmern.
Und der Fastbreak sofort da. Zweimal Safety bei den Gießenern. Dann haut er halt von draußen drauf. Also machen hier die Zone sehr eng, die Gießener. Und sagen, dann soll er halt den Dreier nehmen. Und das macht er. Es geht hin und her. .313 noch, hat hier viel Druck vom Verteidiger. Attackiert jetzt hier den Big Man, wird geblockt. Das ist Patrick Heckmann. Auch der wird geblockt. Und dann geht es in die andere Richtung. Und das taktische Foul kennen wir bei NBA 2K. In der Bundesliga ja mittlerweile durch diese unsportliche Foulregelung fast gänzlich verschwunden. Boah, traumhafter Outlet-Pass, legt ihn nochmal ab. So kann das gehen. .230 noch zu spielen. Und eng bleibt es weiterhin. Alley-oop. Kommt nicht an. Ja, Patrick findet da den Weg zu seinem Gegenspieler in der Ecke. Sehr gut, hat er ausgeholfen, ist dann wieder zurück. Und der Dreier sitzt. Boah, ganz schwieriger Wurf hier. Von den Gießen 46ers. Reset, reset. Ah, wir haben Zeit. Ja. Sehr gut. Ja, Raptors. Ja, was sagt? Wir haben 11 Sekunden auf der Uhr. Ein bisschen knapp über Tim spielen. Hm? Warte. Ich setz mal. Schmeiß ihn. Ja, muss probieren. Wow, ja, ich hoffe, ich lasse den Cut noch. Na, nimm ihn. Nächste Possession. Ist okay. Auf 1-1 Stop jetzt. Entfernen. Auf 1 Stop, sagt er da, Patrick Heckmann, im Teamchat. Motiviert die Mitspieler, dafür ist er bekannt. Und hier Shepherds, also noch 1,30. Und es ist super, super eng. Oh, was für ein Dreier hier. Wichtiger Dreier in dieser Phase. +7 für die Ulmer. Nächster Steal ist da. Boah, das hätte schon fast der Dagger sein können. Fast der Deckel auf dieser Partie hier. Auch hier wieder die Defense. Entscheidend gut, also die Ulmer in der entscheidenden Phase mit dem richtigen Run. Und er tritt auf die Linie und damit gibt es Einwurf für die Ulmer. Also wenn sie hier jetzt nochmal scoren können, Ausentscheidung, hui, der Ball bleibt orange. Also wenn sie jetzt hier scoren können, dann sieht es sehr, sehr, sehr gut aus, dass sie auch diese Partie hier gegen die Gießener gewinnen. Gegen dieses Community-Team, das die Gießen 46ers darstellen. Aber die Gießener kommen nochmal zurück, also könnte nochmal spannend werden. 65-60, der Spielstand, jetzt einen langen Angriff spielen, wäre zumindest im Real Life die richtige Option. Gut ausgefaked, holt sich hier den Ball wieder, kriegt aber schon entsprechend Druck da auch. Muss gucken, dass er den Ball nicht verliert. Nimmt jetzt hier die Timeout. 7 Sekunden noch auf der Shot Clock. Ein Korb sollte es dann doch noch sein. Mit 5 Punkten Vorsprung ist es nicht ganz so sicher. Und der Ball geht wieder an die Ulmer. Also die knappen, die engen Entscheidungen sind bisher ganz gut auf unserer Seite. Alley-oop kommt
Und das dürfte es gewesen sein. Boah. Also die Gießener versuchen hier natürlich nochmal alles. Gute Defense nochmal von Patrick. Und dann noch das Foul. Und jetzt wird die Kiste ausgedribbelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. 67-60 ist der Endstand in dieser Partie. Die Ulmer gewinnen also gegen die Gießen 46ers mit einer starken Leistung. In der ersten Halbzeit hatten sie noch so ihre Probleme, aber in der zweiten Halbzeit, da haben sie dann richtig zugelangt. Gerade im letzten Viertel, und da war natürlich auch einer mit hauptverantwortlich. Und das war Patrick Heckmann mit einer richtig guten Defense. Patrick, komm zu mir ins Studio, da ist er wieder. So, Sieg. Und hier haben wir direkt sogar auch noch die Stats aufliegen. Das ist mal ein Service. Wie schnell kriegt man die Stats eigentlich nach dem Spiel? Sonst dauert immer ein bisschen, ne? Ja, je zu nachdem, Hause wie schnell man in die App reinschaut. Ja. Du warst JJ Okocha Jr., ein Punkt. Du hast einen Punkt gemacht. Ja, zum Glück, ne? Sonst, aber wie ich sehe, war ich auch der schlechteste Spieler auf dem Feld. Ja, gut. Das bewertet NBA 2K dann automatisch. Das stimmt alles gar nicht. Aber ein Punkt, zwei Rebounds. Wie war es für dich überhaupt, mit den Jungs zu spielen? Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, das ist was ganz anderes, das mit vier Teammates zu spielen, als alleine da vom Fernseher zu sitzen. War ein tolles Erlebnis auf jeden Fall, ja. Ja, auch cool, dass du dich im Teamchat eingebunden hast. Wir haben es ab und zu mal gehört. Da kamen dann schon auch motivierende Worte von dir. Das fand ich richtig cool. Ja, wenn ich schon nicht auf dem Feld abliefe, kann ich auch was bisschen zum Lead des Teams dabei dazufügen. Der Emotional Leader, ja, genau. Quasi. Super. Gut, also. Die Ratio vom Ulm, wir gewinnen mit 67-60 gegen die Gießen 46ers und sind damit für heute dann auch fertig. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ein zweites Mal, dass du auch noch mitgezockt hast, umso besser. Gerne. Hat richtig Spaß gemacht, auch das zweite Mal mit dir. Immer sehr, sehr ereignisreich, die Gespräche mit dir. Und euch danke ich natürlich fürs Zusehen. Vielen Dank. Und an die Technik im Hintergrund, an die Organisation. Vielen, vielen Dank, dass wir das so umsetzen konnten, euch zu Hause entertainen durften. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen uns.